Let's go. Ein herzliches Willkommen auch an alle Recording-Zuschauer. Und yes, ich werde einfach das Beste daraus machen, wie es heute einfach geht mit meiner Stimme und all dem. Aber ich habe eines gelernt, und zwar ist es extrem wichtig, egal wie gut es einem geht, trotzdem immer am Start zu sein. Denn das sind diese Dinge, genau diese Momente, wo das Universum sehen wird, der ist trotzdem committed, der ist trotzdem am Start. Ich war, obwohl ich nicht 100% fit bin, jede Woche auf jedem Call. Ich war auf dem Team-Call drauf, ich war auf allen Trading-Sessions, außer heute nicht, aber heute gab es auch irgendwie gar keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich war immer am Start und habe einfach das Beste daraus gemacht. Und für einen Mann ist es okay, wenn die Leute die Kamera nicht anhaben, weil ich weiß, viele von euch liegen noch im Bett und sind nicht 100% fit. Deshalb machen wir hier, wie gesagt, einmal eine kleine Ausnahme, damit das okay ist. Aber die gesund sind, dürfen gerne ihre Kameras anschalten. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seht nicht krank aus, macht die Kameras an. Ich bin auch nicht 100% fit und habe trotzdem die Kamera an. Macht diesen Call hier und yes. Wie gesagt, to show up ist extrem, extrem wichtig. Und das ist gar nicht das, was eigentlich das Thema von heute ist, denn ein Shoutout an den lieben Kevin, der mich dazu gebracht hat, das Buch zu lesen, das ich seit einer halben Ewigkeit vor mich hingeschoben habe. Und zwar ist es das Robbins Power Prinzip. Weshalb habe ich das nie lesen wollen? Weil es einfach über 500 Seiten dick ist und gefühlt in Arial 1 geschrieben ist. Und es einfach so mühsam war, das zu lesen, weil es halt so klein geschrieben war und alles. Aber ich habe mir gedacht, Eat the Frog, lies das Buch jetzt. Ich bin ungefähr in der Mitte und ich habe einige Dinge gelernt, die ich jetzt mit euch teilen werde. Ich denke, das wird ein etwas kürzerer Call werden zur Abwechslung mal, da ich, wie gesagt, mich nicht extrem gut darauf vorbereitet habe. Aber ich werde ein bisschen Interaktion in den Chat reinbringen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, legen wir auch direkt einmal los. Und zwar geht es in dem Teil vom Buch, den ich bis jetzt gelesen habe, größtenteils um Glaubenssätze und um Metaphern, die wir auf täglicher Basis verwenden, um halt irgendwelche Dinge zu beschreiben. Und genau diese Glaubenssätze und die Metaphern sind eigentlich die, die so viel eine tiefgründigere Wirkung haben, als wir es uns letztendlich überhaupt ausdenken können. Und ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn wir irgendeine Veränderung im Leben anstreben, dann passiert das einfach, indem wir eine Entscheidung treffen. Aber oftmals werden die Menschen danach merken, dass das nicht einfach so funktioniert. Und meistens ist der Grund dafür, dass einfach eine falsche Herangehensweise ist. Ich mache ein Beispiel. Ich würde gerne Sport treiben. Heißt es in einer, in Würde, sage ich nicht in Würde, wie soll ich das sagen? Es ist in einer Form ausgesprochen, dass es nicht Realität ist. So, Zukunftsform, keine Ahnung. Aber wenn du jetzt den Satz umändern würdest beispielsweise und sagen, ich werde regelmäßig Sport treiben, dann ist das doch schon komplett anders. Der Satz sagt dasselbe aus, aber es ist komplett anders, weil du hast, ich werde das und das machen. Dasselbe ist ja, wenn wir eine Affirmation machen oder sonst irgendwas. Wir sagen uns die Affirmationen immer, als wäre die Affirmation schon eingetroffen, als das, was wir uns affirmieren wollen, bereits Realität geworden ist. Und das ist extrem wichtig, auf diesen Wortlaut zu achten. Und das ist einer der Gründe, weshalb viele Menschen scheitern in dem, was sie tun, weil sie zwar eine Entscheidung getroffen haben, aber eine falsche Herangehensweise haben. Mit der Entscheidung alleine ist es nicht gemacht. Und du musst, wichtig, einmal zu deiner Entscheidung auch stehen können. Und es wird auch Situationen geben, du triffst die Entscheidung, du formulierst die Dinge richtig, aber du wirst trotzdem noch nicht den Erfolg erzielen, den du dir vorstellst. Und im Buch geht es davon heraus, dass immer eine Sache immer zwei Dinge verursacht. Entweder Schmerzen oder Freude. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen oder etwas näher darauf eingehen, was sind Schmerzen? Keine Angst, es sind nicht physische Schmerzen, es sind psychische Schmerzen, die wir mit dem Ganzen verbinden müssen, um einen Glaubenssatz oder eine Überzeugung zu ändern. Ein Beispiel oder ein einfaches Beispiel, sage ich mal, ist Schokolade essen. Wenn jetzt jemand eine Schokoladensucht hat beispielsweise, dann snackt er immer und immer wieder Schokolade, sage ich mal. Und die Frage ist jetzt hier, wie kann man Schokolade essen mit Schmerzen verbinden? Im Buch ist da ein Beispiel drin,
Da sagt er, jedes Mal, wenn du Schokolade isst, sollst du einfach ein schreckliches Lied laut singen. Nehmen wir mal als Beispiel, dass wir alle meine Entchen laut vorsingen müssen, jedes Mal, wenn wir Schokolade essen. Egal, wo man ist, ist man an der Busstation, ist man im Zug, ist man zu Hause. Einfach immer dieses Lied laut singen. Wie lange, denkt ihr mal, würde das gehen, bis im Kopf dieser Schmerz mit Schokoladeessen verbunden wäre? Weil im Buch kommt es immer wieder auf den einen Punkt zurück, aber zumindest in dem Part, den ich bis jetzt gelesen habe, und zwar, dass jedes Mal, wenn wir etwas tun, eine sogenannte Neuroassoziation entsteht. Das heißt, es ist ein Strang, ein Nervenstrang oder so im Gehirn, vom Punkt A, jetzt Schokolade, und lautem Lied singen. Und je öfter wir das tun, desto mehr von diesen Strängen gibt es bei uns im Hirn drin. Und aus einem kleinen Weg wird irgendwann mal eine Autobahn, sage ich jetzt mal, damit ihr das ein bisschen bildlich habt. Und ich fand die ganze Vorstellung halt einfach so relativ lustig, ein lautes Lied zu singen, wenn ich jetzt Schokolade esse. Nicht, dass ich jetzt schokoladensüchtig wäre und unbedingt aufhören möchte, Schokolade zu essen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber ja, ich sehe halt einfach, dass das nicht lange dauern würde, bis ich keinen Bock mehr hätte, Schokolade zu essen. Weil jedes Mal ein Lied zu singen, oh mein Gott. Und wie soll ich sagen, ganz, ganz, ganz langfristig gesehen ist natürlich am besten, das Ganze noch mit einer positiven neuen Gewohnheit zu verknüpfen. Was jetzt eine positive neue Gewohnheit sein könnte, auf die Schokolade essen bezogen, weiß ich nicht, vielleicht statt Schokolade eine Karotte essen oder was auch immer, dann wäre es umso besser, denn jetzt, wenn du Lust nach Schokolade hast, singst du erstens laut ein Lied, hast keinen Bock drauf, isst anstelle eine Karotte, das heißt, du hast etwas Gesundes gegessen und kannst dich so langfristig eine neue Gewohnheit aneignen, die besser ist als die alte. Und ich habe noch über Metaphern gesprochen, mal ganz kurz. Heute habe ich mit Sabrina telefoniert und Sabrina hat mir gesagt, sie fühlt sich, als wäre ein Lastwagen über sie drüber gefahren. Das ist halt so eine bildliche Metapher und wenn wir uns mal vorstellen, wie schlimm das wäre, wenn jetzt wirklich ein Lastwagen über uns drüber fährt, dann geht es einem eigentlich viel besser. Und leider habe ich jetzt dazu gerade kein gutes Beispiel zu dieser Metapher, aber ich werde auch hier wieder ein Beispiel aus dem Buch nehmen. Da hat der Chef gesagt, ja, er fühlt sich, als hätte er eine Pistole am Kopf. Und gemäß Tony Robbins muss eine Metapher oder auch ein Glaubenssatz direkt durchbrochen werden. Das heißt, er hat ihn danach gefragt, den Chef, welche Farbe hat denn die Wasserpistole? Und danach war der Chef so, hä, was labert der Typ jetzt? Und dann hat er nochmal gefragt, ja, welche Farbe hat denn jetzt die Wasserpistole? Und so wurde sein Gemütszustand von einer, im Kopf gesprochen, eine Pistole am Kopf haben, gleich jetzt ist eine Wasserpistole, die vielleicht pink ist, viel weniger schlimm geworden. Und ich fand das halt sehr interessant in diesem Buch, wie es geschrieben stand, mit weiß nicht wie vielen Beispielen, wie man das Ganze durchbrechen kann und wie schnell das eigentlich geht, indem man einfach eine ganz komische Art und Weise eine Frage stellt, wie eben, ich habe das Gefühl, dass mir eine Pistole am Kopf ist, ja, welche Farbe hat die Wasserpistole? Ich habe mich jetzt noch nicht sehr tief damit auseinandergesetzt und dementsprechend noch nicht andere Beispiele für mich gefunden, weil ich das erst gerade heute Morgen gelesen habe. Aber ich habe mir gedacht, es ist auf jeden Fall wert, mit euch zu teilen. Und auf einen weiteren Punkt, noch einen letzten Punkt, wie gesagt, heute wird vermutlich ein kürzerer Call. Letzter Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte. Es gibt im englischsprachigen Bereich 3000 Wörter, wie man eine Emotion beschreiben kann. Interessanterweise sind 2000 davon negative Wörter. Und wer sich an den Call erinnern mag, wo ich ein bisschen darüber gesprochen habe, wie man mit sich selber reden soll, schon da habe ich erwähnt, dass 70% aller Wörter, 70% der Menschen negativ mit sich selber reden. Was ja auch jetzt durch diesen Fakt gar nicht mehr so komisch ist, wenn man weiß, dass auch 70% aller Wörter, um Gefühle zu beschreiben, negativ sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir für positive Dinge
umso stärkere Dinge verwenden. Statt sagen, ja, es ist alles gut, beispielsweise, können wir sagen, alles ist hervorragend. Das ist eine Steigerung von gut, hervorragend. Und jetzt mal, wenn es positiv ist, sollen wir noch positivere Wörter suchen, um die mitzunehmen. Und dafür, wenn es negative Wörter sind, versuchen, schwächere Dinge zu finden. Andere bewundern aber sich selber schlecht reden, das machen leider die meisten. Yes, da hast du recht, auf jeden Fall. Und das sollten wir nicht machen, denn jeder sollte an sich selber glauben, alle haben die Möglichkeit, alles in ihrem Leben zu erreichen. Und um auf das Beispiel zurückzukommen, mit den schwachen Worte verwenden für die negativen Dinge, statt, im Buch war ein Beispiel drin auch wieder, mitten im Nirgendwo, mit dem Auto unterwegs, platte Reifen. Da kann man jetzt die Möglichkeit, sich darüber aufzuregen. Wir sind, oh, das ist jetzt ärgerlich, das ist mühsam, das ist scheiße, das ist das, das, das und das. Oder man kann auch einfach sagen, das kommt jetzt eher ungelegen. Ist jetzt nicht positiv formuliert, aber es ist viel, viel, viel weniger negativ emotional geladen. Was heißt, dein Gefühlszustand wird viel weniger schlimm sein, in einem schlimmen Zustand sein, als wenn du jetzt die sehr negativen Wörter dafür verwendest. Und ich habe gesagt, wir bringen noch eine kleine, klein wenig Interaktion in den Chat rein. Und deshalb möchte ich euch bitten, schreibt mal alle irgendeine Metapher rein, die ihr euch manchmal selber sagt. Eine von mir war beispielsweise auch, wenn ich mal nicht 100% fit bin und mein Körper sich so schwer anfühlt, habe ich immer gesagt, ja, ich fühle mich, als wäre ein Panzer über mich drüber gefahren. Meinte ich natürlich immer im lustigen Sinn, habe nie überlegt, was das eigentlich, ja, was ich damit eigentlich aussage. Und jetzt, wo ich mir das bewusst bin, finde ich es umso krasser zu verstehen, Gott sei Dank ist kein Panzer über mich drüber gefahren, denn sonst würde ich jetzt nicht mehr hier sein und ich wäre vermutlich ein bisschen schmaler geworden. Und ich weiß, dass jeder von euch von diesen Glaubenssätzen und von Metaphern hat, die er auch manchmal für sich anwendet. Und deshalb würde mich mal interessieren, so eine kleine, ja, Ideensammlung von Metaphern und so, die wir hier im Team haben, damit wir vielleicht eine alternative Formulierung finden können für diese Dinge. Und bis dahin etwas trinken, damit meine Stimme nicht flöten geht. Ich überlege gerade, ob ich noch eine andere kenne, die ich immer sage. Ich fühle mich wie ein Kartoffelsack. Ja, aber den habe ich so noch nie gehört. Aber wie fühlt sich denn ein Kartoffelsack an? Ah, auf Schweizerdeutsch habe ich den natürlich schon gehört, einfach auf Hochdeutsch noch nicht. Das muss ich gerade überlegen. Aber wie fühlt sich ein Sack Kartoffeln an? Wenn man von einem Wahl steht, dann sagen wir immer, wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja, aber das ist auch eigentlich ganz schlimm. Und du hast überlegt, wenn du dich wirklich entscheiden müsstest zwischen Pest und Cholera. Ich glaube, die Entscheidung, die du treffen musst in dem Fall, ist viel, viel, viel weniger schlimm als eine dieser beiden Dinge. Ich sage mir immer, I'm strong, healthy and full of energy. Das ist sehr gut. Ich versuche das auch gestern Abend beispielsweise. Ich bin mir zu 99% sicher, dass ich gestern Abend Fieber hatte. Ich bin ins Bett gelegen, habe mir sicherlich 10 Minuten lang einfach gesagt, ich werde morgen aufstehen und ich bin fit. Ich bin fit, ich bin fit, ich bin gesund, ich bin stark. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich habe mich, abgesehen von der Stimme, wie neugeboren gefühlt. Und war echt krass, diese Erfahrung zu machen, weil ich habe das halt noch nie, ich bin sowieso eigentlich nie krank und wenn ich mal nicht 100% fit bin, dann habe ich das einfach so akzeptiert, wie es ist. Ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt, dass ich mir einfach einreden kann, dass ich gesund bin, dass ich es gar nicht akzeptiere in meiner Realität, das Ganze. Und von daher war echt krass. Kann ich jedem empfehlen, der nicht 100% fit ist, redet euch den ganzen Abend ein, dass ihr gesund seid, akzeptiert es nicht in eurer Realität. Und es wird euch garantiert am nächsten Tag besser gehen, denn ich habe es jetzt gerade letzte Nacht für mich erfahren. Mir platzt der Schädel. Ja,
ist auch so eine Dinge. Stell dir mal vor, dein Kopf würde wirklich platzen. Wie eine Melone oder was auch immer. Das ist viel schlimmer, als das Ganze eigentlich sein könnte. Und es gibt immer Möglichkeiten, diese Glaubenssätze und Metaphern auf eine andere Art zu sehen oder zu hinterfragen. Und erst dann merkt man meistens, wie schlimm das eigentlich ist, was man da gerade gesagt hat. Einfach so halt, ohne zu überlegen. Und Worte im Allgemeinen machen extrem viel aus und auch die Perspektive, wie man Dinge anschaut. Heute Morgen im Buch eine Story gelesen, ist der Sohn von Tony Robbins weinend nach Hause gekommen. Und er gefragt, was passiert ist. Dann hat er gesagt, Jimmy, oder wie der geheißen hat, der Junge, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, Jimmy ist vom Kletterturm gefallen und hat sich tödliche Verletzungen zugezogen. Und danach hat Tony Robbins Gejammer sozusagen und seine Glaubenssätze unterbrochen, ihm gesagt, du bist eine Raupe. Und danach der Sohn natürlich so, hä? Ich erzählte hier, dass Jimmy gestorben ist und du sagst mir, ich sei eine Raupe. What the fuck? Danach hat er ihm erklärt, was passiert, wenn die Raupe sich weiterentwickeln will. Ja, sie spinnt sich halt in diesem Kokon ein. Und was passiert, wenn wir den Kokon aufschneiden? Ja, dann ist nur so eine Flüssigkeit drin. Das heißt, man hat das Gefühl, dass man fast am Sterben ist. Und was passiert danach, wenn die Metamorphose vorbei ist? Es wird ein Schmetterling. Und der Schmetterling fliegt in den Himmel empor. Und was denkst du jetzt? Meint er zu seinem Sohn. Ist der Schmetterling freier als vorher? Ist Fliegen nicht cooler, als mit 1000 Beinen umherzulaufen? Und da sagt er, doch. Und da sagt er, schau, Jimmy hat jetzt seinen Kokon um sich herum. Und er wird als Schmetterling davonfliegen. Und danach war das Ganze viel weniger schlimm für das Kind. Und diese Story fand ich echt krass, was man auch wieder mit Worten und so einer positiven Metapher in dem Sinne alles auslösen kann. Und deshalb ist, glaube ich, auch schon das Ende von diesem Call. Ich danke euch.